Sie ist 27 Jahre alt, hat kurze Haare und sie ist sehr schön. Sie hat einen guten Charakter und ich liebe sie sehr. Schau mal, hast du Schluck auf? Meine Oma sagt immer, jetzt denkt jemand an dich. Vielleicht denkt deine Mama gerade an dich, wenn du Schluck auf hast. Siehst du, wenn jetzt hier so ein Zauberfrosch kommt und sagt, hallo, ich bin ein Zauberfrosch, ihr habt drei Wünsche frei. Was wären eure drei Wünsche? Ich wünsche mir, dass Mama nie wieder nach Polen fährt. Und dass sie bald wieder zurückkommt. Und dass der Krieg endet. Und schon sind wir mittendrin. In der Ukraine und in einem wichtigen Thema. Denn hier wachsen viele Kinder, so wie Anja und Martha, getrennt von ihren Eltern auf. Aber nochmal ganz von vorne. Ich bin für euch in der Ukraine unterwegs. Das Land liegt gar nicht so weit weg von Deutschland. Mit dem Auto kommt man an einem Tag dorthin, in dieses große Land im Osten Europas. In der Ukraine wird ukrainisch gesprochen. Und die Schrift, ja, die ist ganz besonders. Es handelt sich um eine Variante des Kyrillischen. Manche Buchstaben sind unseren ähnlich, andere den griechischen und der Rest ist einfach ganz anders. Dieses Wort hier zum Beispiel, das aussieht wie Kapitak, heißt Caritas. Da kommen wir später noch hin. Die Ukraine ist groß, beinahe doppelt so groß wie Deutschland. Im Osten, im Grenzgebiet zu Russland, führen Russland und die Ukraine seit 2014 Krieg. Aber es gibt noch ein anderes großes Problem und unter dem leiden nicht nur Anja und Martha. Weil es in der Ukraine nur wenig und schlecht bezahlte Arbeit gibt, gehen viele Erwachsene zum Arbeiten ins Ausland, wodurch Familien zerrissen werden und viele Kinder ohne Eltern aufwachsen müssen. Und genau darum geht es in diesem Film. Und das erwartet mich auf dieser Reise. Maria betreut Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten. Nastja und Kola erzählen mir von ihrem Papa, den sie monatelang nur übers Handy sehen oder hören. Ich besuche Maxim, der mit seinen Geschwistern, seinem Cousin und seiner Oma zusammenwohnt. Nur seine Eltern fehlen. Psychologin Mariana erklärt mir, was es mit Kindern macht, wenn sie ihre Eltern vermissen und sich einsam fühlen. Und Christina hat einen besonderen Grund, sich als freiwillige Helferin um Kinder zu kümmern. So, und hier bin ich in der Stadt Borislav unterwegs. Ich will, wie schon angekündigt, ins Caritas Kinderzentrum. Das befindet sich in diesem Haus. Hier gibt es auch die Kuschelecke, in der ich ganz zu Beginn mit Anja und Martha saß. Und da sind die beiden ja. Nach der Schule oder dem Kindergarten kommen die zwei Schwestern hierher. Für sie und rund 25 andere Kinder ist das Caritas-Zentrum ein Segen, denn die Eltern der Kinder arbeiten weit weg im Ausland und können sich nicht um sie kümmern. Hallo Maria. Hallo. Hallo. Ich treffe die Leiterin. Sie und ihre Kolleginnen betreuen Nachmittag für Nachmittag die Kinder. Sie bereiten ihnen Mahlzeiten zu, geben Unterricht, machen mit ihnen Sport und andere Aktivitäten. Was ist eigentlich die Aufgabe von Eltern? Die wichtigste Aufgabe von Eltern ist es, ihre Kinder zu lieben. Sie müssen sich um die wichtigsten Bedürfnisse kümmern und ihnen Sicherheit und Geborgenheit geben. Das ist das Wichtigste für jedes Kind. Könnt ihr denn hier im Caritas-Zentrum was ausgleichen, was die Kinder von ihren Eltern nicht bekommen? Wir versuchen den Kindern hier Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Und wir erklären ihnen, dass ihre Eltern im Ausland sind, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Aber das eine ist ja, darüber zu reden und das zu erklären, warum die Eltern weggehen. Aber es geht ja auch darum, dass man sich mal streichelt und in den Arm nimmt. Passiert das hier auch? Ja, ja. Wenn sie zu uns kommen, wollen sie auch umarmt und gekuschelt werden. Sie suchen, wie du schon sagst, Körperkontakt und Nähe. Die Kinder wollen spüren, dass sie geliebt und gebraucht werden. Die Kinder dürfen sich zum Beispiel jeden Tag aufs Neue aussuchen, ob sie ihre Betreuerinnen mit einem kleinen Tänzchen, einer Umarmung
Oder so wie Martha hier mit einem Handschlag begrüßen. Eigentlich geht's doch hier rum. Um Liebe, oder? Dass die Kinder in der Kindheit genug Liebe, genug Geborgenheit, genug Wärme, Sicherheit und Umarmungen kriegen. Was passiert mit Kindern, wenn sie das nicht in ihrer Kindheit kriegen? Kinder, die das nicht bekommen, sind verletzt. Wenn sie auf der Straße eine Familie sehen und Eltern zum Beispiel ihr Kind an der Hand halten, werden sie traurig, weil sie so etwas nicht haben. Das Herz einer Familie ist das Kind. Ja, klar. Ja, weil die Kinder sind ja, wenn man sich so ein Vögelchen vorstellt und so ein Nest, dann sind das die Küken. Die gehören da rein und die müssen beschützt werden. Wie bist du eigentlich groß geworden? Wir waren zu dritt in der Familie. Meine Mutter hat als Krankenschwester gearbeitet. Dann wurde ihr gekündigt. Und nur in Italien hat sie Arbeit gefunden. Das war vor 24 Jahren. Auch wenn es schon viele Jahre her ist, mit meiner Frage habe ich bei Maria einen wunden Punkt getroffen. Das tut mir leid. Etwas geht scheinbar kaputt, wenn Kinder und Eltern getrennt werden. Wie würde ich mich fühlen, wenn meine Eltern in meiner Kindheit meist weit weg gewesen wären? Maria hat das Beste aus ihrer Situation gemacht. Weil sie genau weiß, wie es sich anfühlt, von Eltern verlassen zu werden, versucht sie den Kindern genau das zu geben, was ihnen fehlt. Borislav habe ich verlassen. Meine Reise führt mich an den Rand des Karpatengebirges, in die Stadt Kolomia. Dort will ich mit Kindern reden, die getrennt von ihren Eltern leben. Ich bin sehr gespannt, was sie mir erzählen werden. Hier bin ich unterwegs zu den beiden Geschwistern Nastja und Kola. Die beiden leben mit ihrer Mutter und ihrem Vater zusammen. Eigentlich. Ah, die gute Stube sozusagen. Und das ist der Papa, dein Mann? Wie heißt der? Ivan. Ivan und Martha, ein schönes Paar. Du hast ja voll kurze Haare auf dem Hochzeitsfoto. Ja, da war ich noch jung. Was heißt Papa eigentlich auf Ukrainisch? Tato. Aber jetzt im Moment ist euer Papa gerade bei der Arbeit im Ausland, oder wo ist er? Ja, er ist in Polen. Er arbeitet dort und verdient Geld. Ja, er renoviert Häuser. Gibt es keine Arbeit für ihn hier in der Ukraine? Oder was ist der Grund, weswegen er in Polen arbeitet, im Nachbarland? Im Winter gibt es hier keine Arbeit für ihn. Deshalb fährt er nach Polen zum Arbeiten. Im Sommer ist das anders. Da gibt es hier in der Ukraine genug Arbeit. Und er kann zu Hause bleiben. Wann habt ihr ihn das letzte Mal gesehen? Vor 2 Wochen. An Weihnachten? Ja. Und wann will er wiederkommen, Kola? An Ostern. Aha, Ostern. Ja, dann sind es aber 2-3 Monate, die er nicht da ist. Wie habt ihr denn Kontakt mit dem Tato? Über Viber, WhatsApp oder Telefon. Holt mal eure Handys. Auf einmal kommt ordentlich Bewegung in die Runde. Alle suchen nach dem Handy. Hier kommt er immer, hier kommt er immer. Ah, da ist es. Oh, jetzt werden aus allen Schubladen Handys gezogen. Hat ja jeder von euch ein Handy? Ist das deins? Kannst du auch mit deinem Handy mit dem Tato Kontakt halten und du mit deinem? Ja, über Viber. Ja, genau. Ja. Ja, dank Internet können wir kostenlos und oft und lang sprechen. Wir stellen das Handy etwas höher ans Fenster und schalten die Kamera ein. Nastja zeigt dem Papa ihre Gymnastik und Kola sagt, was Papa ihm mitbringen soll. Ja. Blitzschnell hüpft Nastja aufs Sofa und zeigt mir, was sie kann. Und ich stelle mir vor, wie ihr Papa abends, wenn er Feierabend hat, aus dem fernen Polen, um nicht zu sagen, aus dem Handy auf der Fensterbank zuschaut. Da, wo jetzt Hauskatze Murka sitzt. Murka bedeutet übrigens Sonnenschein.
Nastja, wie geht's dir jetzt? Vermisst du ihn zurzeit? Ja, ich vermisse ihn. Gibt es da so Momente, wo du ihn am meisten vermisst? Ja, wenn ich keinen habe, mit dem ich trainieren kann. Niemand schaut mir zu, wenn ich turne. Wie ist es für dich eigentlich? Dann bist du auch 3 Monate alleine ohne deinen Mann. Natürlich. Alles liegt auf meinen Schultern. Es ist anstrengend. Mir fehlt die Unterstützung. Wenn Ivan da ist, kann er mir etwas abnehmen, zum Beispiel die Kinder von der Schule abholen. Wenn ich allein bin, ist es schwer für mich. Ich versuche aber, alles zu schaffen. Und wie fühlt es sich hier an im Herzen? Ich versuche, nicht dran zu denken und mir keine Sorgen zu machen. Es wird alles gut werden. Bist du auch schon mal im Ausland gewesen und hast dort gearbeitet? Oder ist das nur dein Mann? Doch, ich war auch schon im Ausland, in Polen, und habe in einer Küche gearbeitet. Dann weißt du ja auch genau, wie sich der Ivan, wie sich euer Papa fühlt, wenn man weit weg ist von der Familie. Ja, ich weiß, wie das ist, wenn man im Ausland ist. Man vermisst die Kinder und macht sich Sorgen. Aber wenn man dann abends mit den Kindern telefoniert, beruhigt das die Seele. Martha, hier ist dein Mann, dein Ivan, den gebe ich dir jetzt zurück. Wo ist dein Papa? Hier, dein Papa, wo ist deiner? Hast du auch in der Hand? Naja, das Handy ist ja eigentlich nicht Nastjas und Kolas Papa, aber so wie die Bilder an der Wand, machen die Handys es möglich, ihren Papa, auch wenn er weit weg ist, wenigstens ein bisschen zu Hause zu haben. Die Ukraine ist an vielen Ecken spürbar ärmer als Deutschland, also materiell ärmer. Auch wer hier einen ganzen Monat fleißig arbeitet, verdient nicht viel Geld und kann sich oft das Wichtigste, was zum alltäglichen Leben gehört, wie Miete, Heizung, warmes Wasser, Essen und Trinken nicht leisten. Vor allem, wenn eine ganze Familie versorgt werden muss. Aus dieser Not heraus müssen sich viele Menschen Geld leihen. Oder sie versuchen, mit kleinen Geschäften Geld dazu zu verdienen, wie hier auf diesem Straßenmarkt. Jetzt bin ich auf dem Weg zur Caritas in Kolomija. In dieses Zentrum kommen Nastja und Kola fast jeden Nachmittag. Hier treffen sie Kinder, denen es ähnlich geht wie ihnen. Es gibt Ablenkung durch viele Aktivitäten. Und Hilfe, Trost und Halt. Einmal in der Woche kochen alle zusammen. Wie heißen Kartoffeln auf Ukrainisch? Kartoplia. Kartoplia. Kartoplia, das ist ja fast wie bei uns. Das ist toll. Von einigen von euch arbeiten die Eltern im Ausland. Die sind nicht in der Ukraine. Bei wem ist das der Fall? Aha, da geht schon eine Hand hoch. Und noch ein paar Hände. Nach und nach melden sich immer mehr Kinder. Bei dir auch? Wie heißt du? Maxim. Jetzt gibt's ein Kartoffel-Handshake. Willi, magst du hier mitmachen? Soll ich die mal ablösen? Gerne, gib her. Ganz fein, du musst sie ganz fein reiben, oder wie? Ja, genau. Ich bin ja gespannt, was das wird. Schau mal, du musst das schräg halten und reiben. Ah. Okay. Wir kochen hier übrigens Vareniki. Nudelteig, der zu Teigtaschen geformt und mit geriebenen Kartoffeln oder Frischkäse gefüllt wird. Typisch ukrainisch. Die Kinder und Sozialpädagogin Christina kochen nach dem Motto: Nur was liebevoll zubereitet wird, schmeckt auch gut. Vor dem Essen wird noch gebetet und ein Kreuzzeichen. Nein, gleich 3 Kreuzzeichen werden hintereinander gemacht. Die meisten Menschen in der Westukraine gehören zur ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche. Da sind manche Traditionen etwas anders, aber sie glauben das Gleiche wie in der römisch-katholischen Kirche. Und hier genießt auch Maxim seine Vareniki. Maxim wohnt ganz in der Nähe vom Bahnhof, direkt an den Gleisen. Er lebt getrennt von seinen Eltern, aber zusammen mit seinen Geschwistern und seinem Cousin bei seiner Oma. In dem Haus links neben der Brücke. Und da besuche ich ihn. Ach, hier sind ja alle versammelt. Hallo, deine Oma, oder? Hallo. Herzlich willkommen. Ich bin der Willi, hallo. Und wer bist du? Tatjana. Tatjana? Tatjana. Deine Schwester?
Und du bist der Bruder, hallo. Dennis. Dennis, hallo. Großer Bruder. Und wer bist du? Kostja. Der Cousin. Dennis, stell dich mal hin. Oh ja, okay. Wie alt bist du? Ich bin 15. Und wer ist für dich der Chef im Haus? Die Omi. Das war eindeutig. Die haben keine Wahl. Ich wollte ich eigentlich sagen. Nein, ich. Komm, Willi, ich zeig dir mal unser Zuhause. Okay. Maxim führt mich durchs Haus und zeigt mir, wie und wo er lebt. Hier in diesem Zimmer schläft sein Bruder Dennis. In der Schrankwand sind Maxims Schulhefte und Schulbücher untergebracht. Ah, bist du in der 6. Klasse? Ja. Ah, okay. Wir plaudern ein wenig über die Schule und seine Lieblingsfächer Mathe und Kunst. Und natürlich will ich von Maxim auch wissen, wie das mit seinen Eltern ist, wo sie sind und wann er sie das letzte Mal gesehen hat. Aber es fällt ihm schwer, darüber zu reden. Deswegen lasse ich ihn in Ruhe. Babusia, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Bitte setz dich. Dankeschön. Wie lange ist es jetzt wirklich her, dass deine Tochter das letzte Mal zu Hause war? 8 Monate. Und hat sie schon gesagt, dass sie bald wiederkommt? Die Papiere sind fertig und bis Ostern wird sie zu Hause sein. Schaffst du das, eigentlich das auszugleichen, was normalerweise die Eltern geben würden? Weil du bist die Großmutter, nicht die Mama. Es ist zu wenig. Die Kinder brauchen doch ihre Eltern. Und wie fühlt sich das für dich an? Fühlst du dich hilflos? Ich halte schon einiges aus. Ich arbeite hart und bin zielstrebig. Aber es ist einfach traurig. Mein Kind muss ins Ausland fahren und die Kinder bleiben hier zurück. In der Ukraine und in vielen anderen Ländern Osteuropas und der weiten Welt sind viele Eltern gezwungen, im Ausland, also in reicheren Ländern, zu arbeiten. Nur so können sie ausreichend Geld nach Hause schicken, das ihre Familien zum Leben brauchen. Zum Beispiel auch für die Ausbildung ihrer Kinder. Welches Kind wächst schon gerne ohne seine Eltern auf? Maxim hat sich zu seinen Freunden zur Caritas zurückgezogen. Hier, zusammen mit anderen Kindern, denen es ähnlich geht, findet er Trost und Halt. Diesen Ort, der für die Kinder so wichtig ist, gibt es auch deswegen, weil ihr Sternsinger so fleißig Spenden sammelt. Euer Geld macht das hier und in 10 weiteren Städten der Ukraine möglich. Bei der Caritas finden auch regelmäßig Gottesdienste statt. Eine gute Gelegenheit, seine Sorgen vor Gott zu tragen. Eine, die auf ganz besondere Weise für die Kinder da ist, ist Caritas-Psychologin Mariana. Ausnahmsweise kümmert sie sich jetzt nicht um die Kinder, sondern um mich. Und der Hund sorgt dafür, dass niemand stört. Ich habe mir ein paar Tiere ausgesucht. Die stehen für meine Eltern, für meine Geschwister und für mich. Kleiner Hinweis, der weiße Hase, das bin ich. Dann bittet mich Mariana, die Figuren so aufzustellen, dass sich der kleine Hase, beziehungsweise dass ich mich wohlfühle. Auch wenn es wie ein Spiel aussieht, mich bewegt das, was ich hier tue. Und viele Gefühle aus meiner Kindheit werden wach. Ja, auch wenn es lange her ist, auf einmal erinnere ich mich ganz lebendig an meine Kinderzeit mit meiner Familie. Das wäre jetzt so eine Wohlfühlsituation. Jetzt kann ich mir genau vorstellen, wie du mit den Kindern arbeitest. Was passiert mit den Kindern, wenn der Papa nicht da ist, weil er im Ausland ist? Oder vielleicht auch die Mama auch, wenn die alleine sind? Sie fühlen sich einsam. Viele fühlen sich wertlos und versuchen, besonders viele Freunde zu finden. Die Kinder erzählen, dass sie ihre Eltern sehr vermissen. Und kannst du die Kinder mit deiner Arbeit stärken?
Ja, das kann ich. Auch Sätze wie, du bist toll, das hast du gut gemacht und ermutigende Worte helfen ihnen sehr. Aber auch die Eltern fühlen sich im Ausland sehr einsam. Die hocken 1000 Kilometer entfernt irgendwo. Sind beide Seiten sind einsam. Die Eltern sind tatsächlich einsam. Die Geschenke, die sie schicken, sind materielle Liebe. Damit wollen sie ihre Abwesenheit ausgleichen. Das wissen wir alle. Geschenke zu bekommen ist eine schöne Sache. Aber können Geschenke die eigenen Eltern ersetzen? Nein. Und vor allem nicht das gute Gefühl von Halt und Geborgenheit, wenn die Eltern zu Hause sind. Die tägliche Gemeinschaft mit Gleichgesinnten schenkt den Kindern aber auch eine besondere Geborgenheit. Diese Gemeinschaft besteht aus Kindern und liebevollen Helferinnen, wie Christina. Sie ist 19 Jahre alt und kümmert sich als freiwillige Betreuerin um die Kinder, zu denen sie selbst einmal gehört hat. Ich treffe sie zusammen mit Natalia, der Leiterin des Caritas-Zentrums. Warum bist du als Freiwillige hier? Ich bin vor 8 Jahren als Kind das erste Mal mit ins Sommerlager gefahren. Von da an bin ich regelmäßig zur Caritas in die Betreuung gekommen. Und seitdem ich kein Kind mehr bin, arbeite ich als Freiwillige mit. Das heißt, du kennst Christa schon seitdem sie ein Kind ist. Wie hast du sie so gesehen? Ich kenne Christina noch als energisches, kluges und gutes Mädchen. Natalia begleitet mich schon so lange. Gerade als meine Eltern zum Arbeiten ins Ausland gegangen sind, wurde sie für mich und meine Schwester eine große Hilfe und Unterstützung. Ja, wir haben einen großen Altersunterschied. Aber Natalia ist für mich eine echte Freundin. Und ich bin sehr froh, dass unsere Freundschaft bis heute hält. Ja, wir sehen uns ständig. Ob hier in der Caritas oder privat. Die Caritas ist wie eine Familie. Eine große, freundliche Familie. Und ich bin dankbar, diese Familie kennengelernt zu haben. Und speziell Christina, die ein wertvolles Beispiel dafür liefert, wie viel Gutes diese Familie bewirkt. Eine sehr bewegende Reise durch die Ukraine liegt hinter mir. In 11 Kinderzentren in der Ukraine dürfen sich viele Kinder, deren Eltern im Ausland arbeiten müssen, wie zu Hause fühlen. Christina beschreibt die Gemeinschaft im Caritas-Zentrum Kolomia als Familie. Nastja und Kola hilft das Handy, die Nähe ihres Vaters zu spüren, obwohl er eigentlich weit weg ist. Maxim vermisst seine Eltern. Seine Oma macht sich für ihn und seine Geschwister stark. Maria versucht auszugleichen, was die Kinder nicht von ihren Eltern bekommen. Und Anja und Martha wünschen sich, dass ihre Mutter bald wieder nach Hause kommt und am besten nie wieder weggeht. Für alle Kinder sollte es selbstverständlich sein, gemeinsam mit ihren Eltern zu leben. Das wünschen sich auch Anja und Martha, Nastja und Kola und Maxim. Ihr Sternsinger macht euch für diese Kinder stark. Durch euren Einsatz haben sie Orte und Menschen, die ihnen das geben, was sie am dringendsten brauchen. Halt und Geborgenheit.